Das ist eine 2 Jahre alte DJI Mavic Mini. Und das ist ein Akku, der 2 Jahre alt ist. Ja, heute will ich mal ausprobieren, was der überhaupt noch für eine Kapazität hat nach 2 Jahren. Der hat bestimmt so 40, 50 Ladezyklen. Und wir fliegen heute mal vom Wellerberg Richtung Süden. Wer meinen Kanal kennt, kennt die Strecke schon. Oh, hier bin ich vor 1,5 Jahren das erste Mal mit der Mavic Mini Langstrecke geflogen. Und hier geht es 4,5 Kilometer Richtung Süden bis zum großen Waldgebiet, wo dann Naturschutzgebiet anfängt. Da darf man dann nicht mehr weiter. Also wie gesagt, 4,5 Kilometer und zurück habe ich geschafft damals mit der Mavic Mini. Da ist mit 1 oder 2% Ladung zurückgekommen. Ja, und so habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Ich habe keine Ahnung, was die Mavic Mini überhaupt noch an Langstrecke leistet. Die Mini 2 haben wir schon öfters probiert. Die kommt ja weit über 10 Kilometer Reichweite sowieso. Und 13,5 Kilometer ungefähr habe ich sie schon mal gebracht auf Gesamtstrecke. Und die Mavic Mini schafft so, naja, 9,6 vielleicht. Obwohl, ich habe schon Leute gesehen, die 10 Kilometer weiter mitgeflogen sind. Vielleicht mit Rückenwind. Obwohl, 10 Kilometer reicht die Fernsteuerung gar nicht. Also da ist noch 6 Kilometer Schluss. Ja, ich fliege natürlich hier wieder mit den Yagi-Antennen aufgesteckt. Ja, ohne Yagi-Antennen kommt man so 3, 3,5 Kilometer ungefähr. Und ja, mit Yagi-Antennen bei 6 Kilometer ist dann auch Schluss. Habe ich mal geschafft, musste mal in meinen Kanal gucken. 6000 Meter Flug mit der Mavic Mini. Das war der absolute Reichweitenrekord mit der kleinen. Und mit Yagi funktioniert es tatsächlich. Ja gut, schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Und ja, wenn ich bei 4000 Meter merke, der Akku ist bei 50%, dann sollte ich vielleicht umdrehen. Und ansonsten schauen wir mal, ich habe leichten Südwind, also ich fliege gegen den Wind runter Richtung Süden, obwohl der Wind nur ganz, ganz schwach ist und ja, es nieselt. Ja, und ich bleibe im Auto sitzen, ich fliege hier mal mit runtergekugelter Windschutzscheibe, mal draußen bei dem Wetter, wird mir bloß das Smartphone nass. Please check it on the map. Take off. Take off. Aber ich war gleich den Baum tangiert oder den Busch. Hat ein bisschen geknackt eben. So, wir fliegen Richtung Süden. Gehen wir noch ein bisschen runter. Schnell ist er, 28 km/h. Ja, das ist Höchstgeschwindigkeit. Oh, ich muss mich jetzt mal bequem hinsetzen, wenn ich hier schräg aus dem Autofenster steuere. So, und gehen wir ein bisschen runter. Ja, es nieselt hier immer noch ein bisschen auf mein Smartphone-Display. Ganz leichter Südwind. Kriege ich eine nasse Hose. Egal. So, Außentemperatur 1,5 Grad. Ich bin mit 98% losgeflogen. Und ich habe schon Wassertropfen auf der Linse von der Mavic Mini. Egal. Ja, und wir fliegen mal Richtung Süden und schauen mal, wie weit wir kommen. 600 Meter haben wir schon. Ja, ohne Yagi-Antennen bin ich ja, glaube ich, gar nicht bis zum Waldgebiet da hinten gekommen. Da war dann immer irgendwo bei 4000 Meter oder so Schluss. Also das ist dann schon die äußere Grenze. Der Hersteller gibt ja 2000 Meter Reichweite an für die Fernbedienung der DJI Mavic Mini. Und mit Yagi-Antennen hier oben drauf kommt man doch schon deutlich weiter. Ich überlege jetzt gerade hier, ob ich die Videospur von der GoPro mal mit einblende.
könnte man eventuell machen. Ja, machen wir schon. Boah, das war schon ein dicker Wassertropfen jetzt auf der Linse. Naja, egal. So, ich fliege hier immer um das Dorf Bellingen rum, hier um die Dorfkante. Da mache ich dann leicht einen Knick und fliege dann Richtung Süd-Südwest weiter. Hm, ja, ich hoffe, der Wassertropfen geht da wieder runter. Der beeinträchtigt jetzt ein bisschen die Sicht. Vielleicht tut sich was, wenn ich mit dem Gimbal mal hin und her spiele. Mann, der Gimbal ruckelt aber auch ganz schön. Ist mir noch nie aufgefallen. Naja, doch, geht noch. Wenn ich ihn jetzt hochmache, habe ich noch mehr Tropfen drauf. So, 1300 Meter haben wir gleich. Ich kenne die Gegend hier ganz gut. Deswegen sollte das auch mit dem Wassertropfen auf der Linse gut funktionieren. Es ist fast windstill, ganz, ganz leichter Südwind. Lässt, glaube ich, sogar ein bisschen nach im Moment. So, 1300 Meter und der Akku ist bei 87%. Das sieht gut aus. Eine Außentemperatur von 1,5 Grad. Naja, ich wollte nicht unbedingt hier übers Feld laufen und die Drohne bergen auf dem Rückflug. Jetzt wird gerade das Videobild mal ein bisschen geruckelt. Jo, ich glaube, jetzt geht der Wassertropfen wieder ein bisschen runter. Nee, naja. Ja, im Schneetreiben. Ja, das ist ja kein Schneetreiben, ist mehr so Schneeniesel. Bin ich auch noch nicht so häufig geflogen. Da ist der nächste Tropfen. So, ich korrigiere mal gerade den Kurs noch ein bisschen. Jetzt haben wir wieder bessere Sicht. So, da irgendwo im Süden ist der Tangerhütter Forst. Bis dahin sind es noch genau 2,5 Kilometer. Und jetzt haben wir Akku 81% und 2000 Meter. Ja, so ungefähr habe ich es mir vorgestellt. So, die Yagi-Antennen sind noch drauf. Ja. Ich ziehe vielleicht nachher mal die Yagi runter. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, ich muss den Kurs ein bisschen korrigieren. Da muss ich hin, genau. Das ist die richtige Richtung. Ja, hier auf dem Weg habe ich schon mal Tiefflugübungen gemacht mit der Mini 2. Mit OcuSync, da ist das Signal stark genug. Da kannst du da im Tiefflug über den Weg lang hetzen, über 1,5 Kilometer. Das macht echt Spaß, wenn die Drohne ein paar Kilometer weg ist. Ja, da sind selten Leute unterwegs. Also bei meinen extrem Tiefflügen habe ich bis jetzt noch keine Leute getroffen. Das heißt doch, demnächst kommt noch ein Video. Das habe ich vor ein paar Wochen gedreht. Da habe ich eine Reiterin überrascht im Tiefflug. Die kam mir da fast in den Weg. Bei Bill Berge war das. So, jetzt sind wir bei 2500 Meter. Akku ist bei 76. Das sieht gut aus, würde ich mal so sagen. Das kann man so akzeptieren. Boah, ein riesen Wassertropfen. So, da hinten sieht man schon eine große Baumreihe. Im kleinen Display kann ich es jetzt schlecht erkennen. Oh, der Wassertropfen geht weg. Hier. Die hohe Baumreihe steht ungefähr bei 4000 Meter. Jo, so, jetzt haben wir gleich 2,8, 2,9. Glaubt man gar nicht, dass man mit der Mavic Mini so weit kommt. So, ich nehme mal die Yagi kurz runter und gucke mal, was passiert. So, ich bin jetzt ohne Yagi. Das Display zeigt noch volles Signal an. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, weil ab 3000 fängt es ohne Yagi bei der Mavic Mini manchmal an, ein bisschen zu hakeln. Okay, ich mache die mal wieder. Na, wir lassen sie mal runter. Gucken mal, wie weit das gut geht. Und dann stecke ich mal die Yagi rauf, wenn Verbindungsprobleme kommen.
Jo, die stehen jetzt aber auch genau richtig hier, die senkrechten Antennen. Die zeigen genau zum Mini hin. Zum Mini, zum Mavic Mini. So, 3000. Ah ja, schwaches Fernsteuerungssignal kommt jetzt. Mal gucken, wie weit. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Nee, machen wir noch nicht. Wir fliegen noch weiter. Wir warten jetzt mal ab, bis der Signalpegel rot wird. Aber die Bäume müssen wir noch rüber. Das kann ich jetzt immer schlecht erkennen. 68. So, 3,5 und immer noch volles Signal ohne Yagi-Antennen. Ne, zeigt er wieder schwaches. Aber rechts oben zeigt er immer noch volles Signal an. Das ist komisch. Okay, wir fliegen mal noch weiter. Wo stehen die Bäume? Ich dachte bei 4000. Ne, dann stehen sie bei 3,7. Ja, und jetzt kommt eine riesige Wiese und dahinter kommt dann der Tangerhütter Forst, das Fauna-Flora-Habitat. Jetzt fängt das Bild ein bisschen an zu ruckeln. Okay. Ich mach mal die Yagi wieder rauf. Signalstörung am Fluggerät. Ja, das sind die Meldungen, die man braucht. 64%. Jetzt wackelt das Videobild ein bisschen. Drei, vier. 63% und 4000 Meter. Sieht gut aus. Oh. Signalstörung am Fluggerät. Sollte mich das jetzt beunruhigen? Okay, 4300 Meter. Akku ist bei 60%. Dann drehe ich die Mini mal kurz und dann fliegen wir zurück. Ich nehme mal die Yagi kurz runter, mal sehen, was passiert. Schwaches Fernsteuerungssignal, sagt er jetzt. Schwaches Signal, bitte Antennen kontrollieren. Jetzt wird es rot, jetzt ist rot die Anzeige. Temporär getrennt, okay. Yagi wieder rauf. Und Signal ist wieder da, ja, okay. Habt ihr gesehen? Es kann sein, dass die nassen Bäume da jetzt das Signal auch ein bisschen stören. Weil die Wi-Fi-Verbindung wird von Nässe doch massiv beeinträchtigt, habe ich jetzt bei Baumreihen schon öfters gesehen. Mal sehen, wenn wir jetzt über die Baumreihe rüber sind, ob das Signal wieder stärker wird. Also 4300 Meter sind wir geflogen. Akku ist bei 54%. So, bin ich ja mal gespannt, was diese Signalstörung da jetzt macht. So, das Videobild ruckelt immer noch leicht. Jetzt lässt das Ruckeln nach, oder? Ich mache meinen Gimbal ein bisschen hoch. So, ja, irgendwas ist gestört. Ja, es ruckelt ein bisschen. Bin ich immer gespannt, ob das nachher auf dem Aufnahmebild auch ist. Ich vermute nicht, weil irgendwo ist jetzt ein Übertragungsproblem. Signalstörung. Kann ich jetzt gar nicht zuordnen. Ich glaube, ich habe sowas schon mal gesehen, Signalstörung am Fluggerät. Aber was das jetzt bedeutet, kann ich echt nicht sagen.
Na gut, wir fliegen einfach zurück, in der Hoffnung, dass alles gut geht. Was sagt er? 46%. Ja, wenn das so weitergeht, ist das eigentlich ein Zeichen, dass so ein Akku von einem Mavic Mini nach 2 Jahren auch noch ziemlich gut im Schuss ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. 4300 Meter, also bis 4,5 habe ich mich getraut, maximal wegzufliegen und wieder zurückzukommen unter alten Bedingungen vor 1,5 Jahren beim letzten Test. Ich habe jetzt bloß bei 4,3 schon abgebrochen, wegen dieser komischen Signalstörung, weil das Bild geruckelt hat. Da muss ich erstmal in der Anleitung nachschauen, was das bedeutet. Ja, und wir haben ziemlich diesiges Wetter. Ja, ich sehe nicht, wo ich stehe. Obwohl, ich kann den Tangerhütter Forst von hier sehen, ganz schwach. Ja. Auch den Wellerberg, na doch, so ein bisschen kann man den Wellerberg erkennen. Na, zumindest weiß ich jetzt, wo ich bin. So, Geschwindigkeit 28, das ist gut. Akku ist bei 41. Irgendwas ruckelt ein bisschen im Videosignal. Aber zumindest kommt jetzt keine Meldung mehr mit der Signalstörung. Was der Teufel, keine Ahnung. So, noch 2400 Meter, kommt schon das Dorf Bellingen in Sicht. Jo, hier links am Ackerrand bin ich schon mal notgelandet, auch mit der Mavic Mini. Da kam damals, glaube ich, vor 1,5 Jahren immer noch diese schöne Meldung, Fehler Motorgeschwindigkeit. War ja ein beliebter Fehler, den sieht man jetzt nur noch sehr selten, seit sie da mal die Software geupdatet haben. Ja, Fehler Motorgeschwindigkeit war immer lustig, weil man dann manchmal auch spontane Notlandungen hatte, der Mavic Mini. Ist immer besonders schön, wenn man gerade über einem See ist oder über einem Fluss. Ich habe die Meldung mal über einen großen See gehabt, habe es ignoriert. Bin aber gerade noch mit Mühe und Not heil zurückgekommen. Das war eine Aktion. So, rüber über den großen Acker. 2000 Meter. Sagt er, 33%. Kann sein, dass da vielleicht ist so feucht geworden, die Mavic Mini. Feuchtigkeit an den Füßen, an den Landepads, an den Füßen, da sind doch die Antennen drin. Ja. Wenn da Wassertropfen drauf sind, vielleicht liegt es dann daran, dass da eine Signalstörung auftritt. Naja, egal. Ich höre gerade einen Zug fahren. Kilometer östlich von mir ist eine Eisenbahnstrecke. Sieht man auch manchmal hier, wenn man hier lang fährt. Akkuleistung beschränkt. Leistung des Fluggeräts aus Sicherheitsgründen reduziert. Jetzt geht die Geschwindigkeit runter, sehe ich gerade. 26% sind noch im Akku drin. Geschwindigkeit hat er jetzt reduziert auf 22 km/h. Okay. Ist noch akzeptabel, dann müsste eigentlich noch für den Rückflug reichen. So, ich stehe da oben. 1300 Meter. Jetzt wird hier meine Hose nass, weil es hier durchs Fenster regnet. Hat er den Zug? So, 23% im Akku. Ja, das sollte reichen für den Rückflug. Na ja, gut, ja, es sind 1,5 Grad Außentemperatur. Bei solchen Temperaturen darf man noch nicht allzu viel erwarten. Aber man hat gesehen, der Akku hat eigentlich noch die Kapazität, die er vor 1,5 Jahren hatte. Ja. Das ist nicht schlecht. Und den habe ich eigentlich, den Akku habe ich auf Langstrecke sehr häufig geflogen, von 100 auf 0. Oh, jetzt ist gerade ein Wassertropfen weggerollt von der Linse.
So, 1000 Meter. Akkustand niedrig, bitte umgehend landen. 20%. Ja, jetzt müsste normalerweise diese nervige Warnmeldung kommen, aber den Lautsprecher von der Fernbedienung habe ich mal angebohrt. Vorbeigedonnert. So, 17%, na, schaffen wir es noch. Normalerweise müsste ich mit 10% zurückkommen. Na, wenn wir noch bis 4-5 geflogen wären, na, da wäre ich so mit 3% vielleicht zurückgekommen. Ich weiß es nicht. Aber man merkt doch, also bei diesen niedrigen Außentemperaturen, wenn der Akku dann fast leer ist, ist das für die Drohne doch auch schwierig. Ich gehe mal noch ein bisschen höher. So. 500 Meter. Das kann ich so schön hören. Die macht ganz schön Krach bei Windstille. 12%. So, Endanflug, 9%, 8%, na jetzt kommen bald die extremen Warnmeldungen. Jetzt würde sie sowieso schon dann langsam in Sinkflug gehen. Ah, da ist er. Können Sie schon sehen. Machen wir mal hier nicht nochmal den Busch touchieren beim Abflug. Voll mit dem Propeller in den Busch rein. Da muss ich erstmal gucken, ob die Propeller alle in Ordnung sind. Nicht gegen den Pfeiler. Na, du bist schön nass geworden, wa? Oh. Critically low battery. Oh ja. Landing. Oh, Mann. Das war ja noch eine Aktion eben. Na gut, wow, bist du toll durchnässt. Die Drohne ist klitschnass. Kein Wunder, dass da Signalstörungen auftreten. Tja, was lernen wir daraus? Ja, die Akkus von der Mavic Mini sind gar nicht mal so übel. Also das war jetzt wirklich ein Akku, den ich schon maximal ausgepeitscht habe von 100 auf 0 über einige Dutzend Ladezyklen. Und über viele, viele Kilometer Langstrecke, teilweise Sportmodus, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Wichtig ist, fliegt immer im Normalmodus, legt euch einen Akku für den Sportmodus zurück, weil der ständige Sportmodus fliegen macht die Akkus und auch die Lipos von der Mini 2 kaputt. Da solltet ihr dran denken. Also wenn ihr Sportmodus fliegen wollt, dann nehmt speziell einen Akku dafür und kennzeichnet den. Ansonsten haben wir gelernt, ja, ein Akku ist nach 2 Jahren noch ziemlich gut im Schuss. Also ich habe jetzt keine großen Kapazitätsunterschiede gesehen. Die Akkus von der Mavic Mini sind da wahrscheinlich deutlich robuster als die Lipos von der Mini 2, die Lithium-Polymer-Akkus. Ja, ist ja auch technisch bekannt, dass so ein normaler Lithium-Ionen-Akku robuster ist als ein Lithium-Polymer. Na gut, ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Jetzt muss ich erstmal die Mini trocknen.